Schon verletzt stürmt das Wildschwein in die Bäckerei. Blutchaos. Der Schreck ist auch heute noch groß. Vor der Kamera möchte deshalb niemand sprechen. Aber der Imbissinhaber von nebenan hat alles mitbekommen. Also wir haben gesehen, wie die Wildschweine dann zwischen den zwei Blocks durchgelaufen sind. Und die sind dann über die Straße auf die Bäckerei zugelaufen und sind gegen die Fensterfront geknallt. Und wenn so Tiere auf einen Fahrt aufnehmen, dann hat man auf jeden Fall Angst. Eine ganze Rotte ist durch Rüsselsheim-Königstetten gelaufen, aufgeschreckt aus dem angrenzenden Wald, vielleicht durch Jogger oder Hunde. Zwei Tiere werden verletzt, vermutlich angefahren. Daraufhin verirrt sich ein Wildschwein in die Bäckerei, schafft es durch die Tür. Nicht das erste Mal, dass Wildschweine durch hessische Innenstädte laufen, wie hier in der Wiesbadener Innenstadt vor 2 Jahren. Unglaubliche Bilder gelangen auch damals in Dillenburg, als Wildschweine einen Garten umgraben. Momentan ist Paarungszeit bei den Wildschweinen. Normalerweise sind Wildschweine nicht gefährlich. Immer nur, wenn sie verletzt sind, wie zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall oder wenn sie Junge haben. Und ansonsten ist es einfach gut, wenn man sich laut bemerkbar macht, wenn man laut anfängt zu sprechen, dann verziehen sich die Wildschweine in der Regel von ganz alleine. Jetzt in der Rauschzeit kann das etwas anders sein. Da gibt es auch Keiler, die dann, oder auch jüngere Keiler, die dann vielleicht auch etwas angriffslustiger sein sollen, aber dann immer nur, wenn sie in Bedrängnis geraten. Das Wildschwein in der Bäckerei definitiv in Bedrängnis. Das Tier hatte es sogar hinter die Theke bis ins Büro geschafft. Ein Jäger konnte hier natürlich nicht mit dem Schrotgewehr schießen, deshalb musste eine Polizistin ran. Das Problem bei der ganzen Geschichte war, dass die Wildsau unter dem Schreibtisch dann doch nicht so begeistert war, sondern da auch wieder raus wollte und auf die Kollegen zugelaufen ist. Und dann hat sich eine Kollegin entschlossen, auf das Tier zu schießen. Und dann gab es natürlich eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem anwesenden Jäger, der da war, der der Kollegin dann noch mal kurz eine Anweisung gegeben hat, wo sie den zweiten Schuss setzen soll. Und damit wurde das Wildschwein dann von seinen Leiden erlöst, weil sie es auch bei der Aktion vorher verletzt hatte. Ein zweites Tier hat den Ausflug ins Stadtgebiet auch nicht überlebt. In der Bäckerei wurde zum Glück niemand verletzt. Heute war wieder normaler Betrieb.